So, ihr Lieben, ich hatte gestern schon angekündigt, dass ihr heute flexibel sein müsst. Und zwar deswegen flexibel, weil wir sehr umswitchen und zu einem Thema kommen, was zunächst mal so aussieht, als wenn das mit Gebet überhaupt nichts zu tun hat, aber am Ende werdet ihr dann sehen, dass das sehr wohl etwas mit Gebet zu tun hat. Ich habe vor einigen Wochen in einer Gemeinde eine Botschaft gebracht und habe so bedauert, dass ich die nicht auf Video habe, weil wir auf Video noch eine Reichweite haben und Dinge tun können, die wir mit MP3 nicht tun können. Und ich habe mir das so gewünscht. Und dann in der Vorbereitung vor drei, vier Tagen oder so, auf einmal habe ich gedacht, okay, ich schmeiße das ganze Programm um und ich kürze das Seminargebet und hänge das dran. Aber dann ist mir aufgefallen, das hat sehr wohl etwas mit Gebet zu tun. Aber ihr müsst völlig umschalten jetzt, völlig umschalten. Das könnt ihr, ne? Ihr seid doch echt flexibel im Heiligen Geist. Genau. So, worüber ich sprechen möchte heute zum Abschluss, ist Gottes Sicht zum Thema Ökumene. Gottes Sicht zum Thema Ökumene. Vielleicht kommst du aus irgendeiner Hausgemeinde völlig frei, überhaupt keine Verbindung zu irgendwelchen konfessionellen Strukturen, wo du sagst, was geht mich dieses Thema an? Das geht dich sehr wohl etwas an. Erstens, weil du den Zeitgeist kennenlernen musst und verstehen musst und wissen musst, wo deine Aufgabe und dein Platz ist. Und außerdem, weil du Menschen um dich herum hast, die in diese Falle hineingetappt sind oder bereit sind, hineinzutappen. Und wir haben als Kinder Gottes und als Priester des Herrn, wir haben eine Verantwortung für diese Menschen. Vor 40 Jahren, als ich zum Glauben gekommen bin, gab es keine Lehre über Ökumene. Brauchte man auch nicht, weil niemand von den geisterfüllten Leuten hatte irgendetwas damit zu tun. Für jeden war klar, Ökumene ist vom Teufel, das ist was für abgefallene Christen, wir haben nichts damit zu tun. Das wusste jeder, das war der allgemeine Wissensstand. Und es gab und brauchte keine Lehre zu geben über dieses Thema. Heute leben wir in einer ganz anderen Zeit, in einer Zeit der Verwirrung und der Vermischung und des Chaos und des Durcheinander. Und wir erleben, wie Dienste und Männer Gottes, die über Jahrzehnte klar gewesen sind, gerade gewesen sind, schnurgerade gewesen sind, auf einmal anfangen zu eiern, auf einmal anfangen Dinge zu erzählen, wo einem alle Haare zu Berge stehen und wo man sagt, wie ist das möglich? Und was wir erleben ist, dass Menschen begeistert sind und auf dieser Welle reiten und so euphorisch sind über diese wunderbaren Fortschritte, in Anführungsstrichen, die da jetzt neuerdings in den letzten Jahren erzielt worden sind. Es ist einfach nur absolut erschreckend und man kann nur sagen, also das kommt mir alles vor, wie die sind berauscht. Die sind berauscht von irgendetwas, wie unter Droge oder so. Ja? Und freuen sich über Dinge, von denen ganz gewiss Gott nicht begeistert ist und über die Gott wirklich total anders denkt. Wir wollen herausfinden vom Wort Gottes, wie denkt Gott darüber? Und das Wort Gottes redet über diese Dinge und das werden wir sehen. So, lass mich einmal das an Beispielen klar machen, was sich da verändert hat. Als die Welle des Heiligen Geistes kam, das, was wir charismatische Erneuerung nennen, dann wenige Jahre später sind eine ganze Reihe von neuen Gemeinden, hunderte von neuen Gemeinden entstanden im Land, weil die bisherigen Strukturen, Baptisten und Methodisten und andere nicht imstande waren, das aufzufangen und zu integrieren. Und es sind viele, viele neue Gemeinden entstanden. Und diese Gemeinden wurden als Sekten beschimpft und schlecht gemacht von den Landeskirchen. Das ist 30 Jahre her. Und heute sehen wir, wie die Leiter von diesen neuen Gemeinden sich treffen im Rahmen der Ökumene mit Katholiken und mit landeskirchlichen Leuten und wie sie sich anbiedern und wie sie ihnen Honig ums Maul schmieren und Dinge sagen, die einfach nur abstoßend sind. Wörtliches Zitat, oder so gut wie wörtliches Zitat, von einem Leiter vom D-Netz auf einer Tagung mit Katholiken. Dort begrüßt er sie und am Anfang seines Referates, dieses Referat liegt mir schriftlich vor, da sagt er zu den Katholiken, Sie als Katholiken haben 1500 Jahre den Glauben bewahrt. Hallo?
Oder ein anderes Zitat von einem Leiter auf einer großen Leiterkonferenz, wo ich selber gewesen bin, der dort glühende Werbung gemacht hat für diese große ökumenische Konferenz in Stuttgart, diesen Europatag oder gemeinsam für Europa, so hieß es ganz genau. Hör mal, was er da sagt. Und er motiviert damit, diese Hunderte von Leiter dort teilzunehmen und dafür offen zu sein. Es ist ein Vorrecht, sagte er, in dieser Zeit leben zu dürfen und zu sehen, wie Gott noch einmal ganz neu beginnt, das in unser Land reinzugeben, was auf seinem Herzen ist. In diesem Sinne ist auch der große Europatag in Stuttgart, wo auch Katholiken und andere Konfessionen zusammenkommen. Es wird wieder ein Meilenstein nach vorne geben, wo Grenzen überbrückt werden, die bisher unüberbrückbar schienen. Ich bitte euch, seid für alle diese Dinge offen. Wir haben über Jahrhunderte Grenzen aufgebaut und nun ist Gott dabei, sehr schnell diese abzubauen und Versöhnung, einander vergeben, einander annehmen, bringt er da hinein. Was für eine Verwirrung. Also die Reformation war ein Irrtum. Und wir haben Grenzen aufgebaut. Nein, Gott hat Grenzen gesetzt und sagt, das ist mein Wort. Und mein Wort ist heilig und unantastbar. Und mein Wort darf nicht verfälscht werden. Und ich wache über meinem Wort. Und ich bestelle Wächter über meinem Wort. Und ich werde nicht zulassen, dass Menschen mein Wort mit menschlicher Weisheit vermischen und verwässern, weil es dann seine Kraft verliert. Das ist die Gesinnung Gottes. Es ist nicht auf dem Herzen Gottes, dass dort Lüge und Wahrheit zusammenkommt. In dieser großen Konferenz, wo ich glaube, an die 10.000 Leute gewesen sind, im Leitungskreis dieser Konferenz ist Focolare gewesen, eine katholische Bewegung. Auf der Website von Focolare findest du, alle Menschen sind Kinder Gottes. Und diesen schönen Satz, die Liebe grenzt niemanden aus. Die Liebe Gottes grenzt sehr wohl Menschen aus, die ihm nicht gehorchen wollen. Die werden am Ende ihr Leben und die Ewigkeit im Feuersee verbringen müssen. Das ist eine schöne, wohlklingende, ein Slogan, aber das hat nichts mit Bibel zu tun. Dann ein anderer Leiter im Leitungsteam von dieser Konferenz war Schönstatt, jemand von Schönstatt. Schönstatt ist eine Bewegung, die werben dafür und die sagen, die Erneuerung des Glaubens kommt, wenn du dein Leben Maria weißt. Du gibst dein Leben Maria und dadurch kommt Erneuerung des Glaubens. Ein anderer Leiter aus dem Leitungsteam war Leiter von St. Egidio. Und St. Egidio macht Friedensgebete zusammen mit Hindus und mit Moslems und Buddhisten. Und das waren die leitenden Leute von dieser Konferenz. Und führende geistliche Leiter aus dem pfingstlich-charismatischen Lager sind dorthin gegangen und haben sich hingestellt und haben die große Einheit gefeiert und die Versöhnung. Und endlich sind wir wieder zusammen und endlich ist alles wieder gut. Und Entschuldigung, es war alles ein Missverständnis. Das ist, was tatsächlich passiert in unserem Land. Und die jüngsten Beispiele habt ihr mitbekommen, ihr habt diese Infos sicherlich bekommen, über was passiert ist mit Word of Faith, Kenneth Copeland, und wie er einen Kniefall gemacht hat vor dem Papst. Ihr habt diese Dinge sicherlich mitbekommen. Und wenn nicht, dann recherchiert im Internet. Es ist einfach nur absolut erschreckend. Ulf Eckmann, ein Schüler von Kenneth Hagin aus der Wort des Glaubens Bewegung, der jahrzehntelang klares Wort Gottes verkündigt hat. Das Wort ist die Wahrheit und das ist, was wir brauchen und das ist, was hilfreich ist und das baut unser Glauben auf, ist vor wenigen Wochen konvertiert zur katholischen Kirche. Und seine Begründung ist, dort hat er gesunde biblische Theologie gefunden. Das ist nicht zu fassen. Man kann das nur auf eine Art und Weise erklären. Der Mann hat alle seine Bücher nicht mehr gelesen, hat völlig vergessen, hat einen totalen Blackout und ist unter einen Einfluss gekommen, den er selber nicht versteht. Anders kann man so etwas nicht erklären. So, was ist Ökumene? Ökumene ist nicht nur der Ruf nach Einheit, sondern der Versuch, eine sichtbare Einheit zwischen allen Kirchen und Konfessionen und Glaubensrichtungen herzustellen.
Das ist aber nicht alles. Wenn du recherchierst, dann weißt du, dass es einen Unterschied gibt oder dass es zwei Stufen gibt, einen Zwei- oder Drei-Stufen-Plan gibt, die kleine Ökumene und die große Ökumene und die ganz große. Und die kleine Ökumene ist, alle christlichen Konfessionen zusammenzubringen. Aber wenn das passiert ist, und damit ist man kräftig am Gange im Moment, und wenn das passiert ist, dann kommt die große Ökumene und das ist dann das Christentum zusammen mit den anderen Religionen. Und der Vatikan hat schon mächtig seine Fühler ausgestreckt zum Islam. Und vor einigen Wochen konntet ihr Nachrichten lesen, wie der Papst zusammen mit dem Palästinenserführer und mit, glaube ich, Netanyahu zusammen gebetet hat für den Frieden. Aber der Plan geht noch weiter. Am Schluss umfasst diese Ökumene sogar die Atheisten, sogar die Ungläubigen. Und da siehst du das freimaurische Konzept. Alle Menschen werden Brüder. Beethoven, 9. Was übrigens die Nationalhymne von Europa werden soll. Alle Menschen werden Brüder. Das ist das Motto, das ist die Reise, wo es hingeht. Und überhaupt hat diese ganze Ökumene-Geschichte sehr viel mit Europa zu tun. In Stuttgart haben sie das Motto gehabt, wir geben Europa eine Seele. Als wenn das unsere Aufgabe ist, Europa eine Seele zu geben. Wir haben unser Herz Gott zu geben. Ob Europa eine Seele hat, interessiert niemanden. Aber wo ist unser Herz? Wo stehen wir mit Gott? Das ist viel, viel wichtiger. Und da ist dieser Slogan, Einheit ist gut und Einheit ist von Gott und Trennung ist teuflisch. Und das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Jesus sagt, hab's irgendwo hier, ich hab's nicht hier, aber er sagt, ich bin gekommen, Frieden zu bringen, sondern um das Schwert zu bringen. Sagst, wie kann das sein? Jesus ist der Friedefürst. Ja. Und wann wird der Friede Gottes aufgerichtet? Wenn das Schwert Gottes sein Werk getan hat. Wenn getrennt wird, was nicht zusammengehört. Dann wird der Friede aufgerichtet. Ein Friede zwischen Jesus und dem Teufel wird es nie geben. Ein Friede zwischen Lüge und Wahrheit wird es nie geben. Ein Frieden zwischen Reinheit und Unreinheit wird es nie geben. Ein Frieden zwischen wahrer Anbetung und Götzendienst wird es niemals geben. Gott ist nicht verwirrt, sondern Gott ist ganz, ganz klar. Absolut klar. Er ist nicht verwirrt, er ist nicht durcheinander. Er hat nicht vergessen, was richtig und was verkehrt ist. Und er wacht darüber. Und er ermutigt uns dort, wirklich seine Seite zu nehmen. Ich lese mal ein Originalzitat von ACK, das ist Arbeitskreis Christliche Kirchen. Das ist die regionale oder die nationale, so muss man sagen, die nationale und dann in den Städten die regionale Repräsentanz des Weltkirchenrates. Und was die zum Thema Sekte zu sagen haben, ist sehr interessant. Und da siehst du ganz genau, wohin die Reise geht und wie heute schon die Weichen gestellt werden für eine bald kommende Verfolgung. In keinem Falle sollte der Begriff Sekte auf Kirchen, Freikirchen und kirchliche Gemeinschaften angewandt werden, die durch Lehre und Leben zu erkennen geben, dass sie sich den großen christlichen Grundwahrheiten verpflichtet wissen, wie sie in der Heiligen Schrift und den altkirchlichen Bekenntnissen zum Ausdruck kommen. Gut, okay. Und dass sie sich jeweils nicht im alleinigen Besitz der christlichen Wahrheit wähnen, sondern zur Zusammenarbeit mit christlichen Kirchen und Gemeinschaften bereit sind. Eine ökumenische Haltung und Gesinnung, jetzt kommt der entscheidende Teil, eine ökumenische Haltung und Gesinnung, Haltung und Zusammenarbeit ist mit einer sektierischen Gesinnung nicht vereinbar. Für die Gesellschaft stellt deshalb die Einbindung in ökumenische Verbände, in Klammern wie ACK, Dachorganisationen und andere Zusammenschlüsse, einen wichtigen praktischen Hinweis dar, dass man es mit einer partnerschaftlich eingestellten, seriösen Kirche oder Gemeinde zu tun hat. Weißt du, was das bedeutet? Wer nicht mitmacht, ist nicht seriös. Wer nicht mitmacht, ist nicht partnerschaftlich. Wer nicht mitmacht, bleibt unter dem Sektenverdacht.
Und das ist genau der Grund, warum vor 2 oder 3 Jahren der BFP sich der RCK als Gastmitglied angeschlossen hat. Jeder Pastor, der daran beteiligt war, weiß, das eigentliche Argument war nicht, wir wollen die RCK aufmischen und evangelisieren und die wieder zur Wahrheit bringen oder unsere Werte hineintragen in die RCK, als wenn die RCK Interesse hätte an pfingstlichen Werten. Was für ein Schwachsinn. Der eigentliche Grund war vollkommen klar. Wir wollen sicherstellen, dass wir in Zukunft nicht als Sekte anerkannt werden. Das war der Grund. So, wir verbünden uns mit den Gegnern des Evangeliums, um nicht als eine Sekte anerkannt zu werden. Was für eine Gesinnung. Kannst du dich an Israel erinnern? Manchmal, wenn die in Bedrängnis waren, machten sie ein Bündnis mit Assyrien oder machten ein Bündnis mit Ägypten. Und jedes Mal hat Gott sie dafür getadelt und gerichtet. Jedes Mal. Wir suchen nicht Schutz vor Verfolgung oder vor missverstanden werden bei den Feinden des Evangeliums. Und das große Schlagwort ist Johannes 17, Jesus hat doch gebetet für die Einheit. Bist du denn dagegen? Willst du nicht, dass alle eins werden? Okay, lass uns einen kurzen Blick werfen in Johannes 17. Und dann sehen wir, wie brüchig und wie hohl und verlogen dieses Argument ist. In Johannes 17, da sind die ersten Jünger, das ist vor dem Kreuz, und Jesus betet für diese Jünger und für die, die durch ihr Wort an Jesus glauben werden in Zukunft. Für die betet Jesus. Und in Vers 6 heißt es zum Beispiel, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jesus betet um eine Einheit für die, die das Wort Jesu bewahren. Er betet nicht für alle, die sich irgendwie fromm oder gläubig oder christlich nennen. Er betet für die, die das Wort bewahren. Und genauso heißt es dann in Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und in Vers 21 erklärt er, für was für eine Einheit betet er, was will er sehen, was will er erreichen, was ist sein Ziel? Auf dass sie, Vers 21, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du Vater in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Einheit beginnt damit, dass wir mit Jesus und mit dem Vater eins sind. Nicht, dass wir bemühen, untereinander auf dem kleinsten Nenner uns irgendwie zu einigen, sondern die Einheit ist zunächst einmal eine Beziehungsfrage zwischen Jesus, dem Herrn der Gemeinde und den Gläubigen. Auf dieser Basis kann es eine Einheit geben. Wer Jesus als Herrn nicht akzeptiert, wer nicht sich ihm verpflichtet hat, wer sein Wort nicht halten will, wer ihm nicht gehorchen will. Jesus sagt, ich kenne diese Leute nicht. Ich kenne sie nicht. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Es ist nicht wichtig, welche fromme Sprache jemand spricht, sondern wo ist sein Herz? Und ist erkennbar, er ehrt das gesamte Wort Gottes und er will ohne Abstriche Jesus nachfolgen. Das ist, worauf Gott schaut und das, was ihm wichtig ist. Und alle anderen ruft er heraus aus ihrer Unabhängigkeit, aus ihrer fromm getarnten Rebellion gegen Gott, ruft sie heraus. Zur Hingabe, zur Kapitulation und Jesus wirklich als Herrn anzuerkennen. Jesus hat Menschen, die fromm waren, getadelt und hat gesagt, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Jesus hat nicht gesagt, ja, ihr seid auch fromm, ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt habe, aber das ist ja okay, Hauptsache ihr glaubt irgendwie irgendwas. Der Glaube, den Gott uns gegeben hat durch Jesus, hat Inhalte. Der ist beschreibbar, der hat Konturen und da gibt es einen drin und da gibt es einen draußen. Und heutzutage ist dieses Verständnis, es sind alles nur verschiedene Ausdrucksformen.
Und dann hörst du diesen Slogan von der versöhnten Verschiedenheit. Schon mal gehört den Ausdruck? Versöhnte Verschiedenheit. Das ist ein wichtiges Wort in der ökumenischen Bewegung. Verschiedenheit ist von Gott. Hat Toni Palmer zum Beispiel gesagt. Verschiedenheit ist von Gott. Wenn da jemand sagt, hier ist das Wort Gottes und das glaube ich und das ist für mich Maßstab für mein Leben, danach will ich mein Leben ausrichten. Und jemand anders sagt, ich glaube auch an Gott, aber was da drin geschrieben wird, ist mir nicht wichtig und das kann ich auch umdrehen und kann ich auch verändern und kann ich auch ganz anders sehen. Ist diese Verschiedenheit von Gott? Hallo, was für eine Verwirrung, ein Geist der Vernebelung und der Verwirrung wabert durchs Land. Und die einzige Möglichkeit, klar zu bleiben, ist das Wort zu kennen und sich dem Wort zu verpflichten und zu sagen, das alleine ist mein Maßstab. Das war der Schlachtruf der Reformation, sola scriptura, nur die Schrift gibt uns Klarheit, wer Gott ist, wie man mit ihm lebt und was es bedeutet, an ihn zu glauben und ihm nachzufolgen. Ach, hier habe ich auch die Schriftstelle von dem Friedefürst, der Trennung bringt. Matthäus 10, 34, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, Frieden auf Erden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und natürlich, wenn wir den ganzen Plan Gottes kennen und wissen, was die Bibel sagt, wenn Jesus seine Herrschaft aufrichtet, dann kommt Frieden. Das ist das Friedensreich auf Erden, dein Reich komme. Aber dieses Reich wird nicht aufgerichtet, bevor abgerechnet wird mit den Feinden Gottes. Und wenn du denkst, das ist eine krasse Sprache, dann schau in Offenbarung, wie dort Dinge genannt werden. Wir haben auch eine wunderbare Passage in der Apostelgeschichte, wo wir dieses Beispiel sehen, wie Paulus unter der Führung des Heiligen Geistes die Jünger, die Neubekehrten, absondert von einer religiösen Umgebung, die auch gläubig ist, aber die dem Evangelium widersprechen. Die sind auch gläubig, aber sie widersprechen dem Evangelium. Was tut er? Er feiert keine Versöhnung, er macht nicht ein großes Einheitsfest, sondern er nimmt die Jünger beiseite und sondert sie ab. Er macht eine Trennung, eine Spaltung. Dabei etliche verstockt blieben und sich nicht überzeugen ließen aus der Synagoge von den Juden, die an den Gott der Bibel, an den Gott des Alten Testamentes, an den Schöpfer glauben. Sie ließen sich nicht überzeugen, sondern den Weg vor der Menge lästerten. Der Weg war Jesus, das war das Leben mit Jesus. Die ersten Jünger wurden genannt, die des Weges waren. So, hier waren Juden, die glaubten nicht aber sie an den Messias und sie lästerten den Weg. Er trennte sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Gespräche in der Schule des Tyrannos. Warum hat Paulus das gemacht? Weil er wusste, diese Jünger können niemals gesund aufwachsen in einer Verbindung und in einer Beziehung mit einem religiösen Umfeld. Ekklesia sind die Herausgerufenen, heraus aus was? Aus der Welt, auch aus der religiösen Welt und sind abgesondert für Gott und haben sich entschieden, sie folgen Gott nach, egal was die Kultur sagt, egal was die religiösen Leiter sagen. Und Paulus sagt zu den Korinthern, es müssen Spaltungen sein, damit die Rechtschaffenden offenbar werden. Und 2. Korinther 6 siehst du ganz deutlich, dass Gott ganz klar sagt, Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, Licht und Finsternis haben nichts miteinander zu tun und sie gehören nicht zusammen. Sie gehören nicht zusammen, sondern Gott ist nicht der, der alles zusammenfasst und irgendwie so eine schöne Einheit da schafft, sondern Gott ist einer, der das trennt, was nicht zusammengehört. Und warum ist das so wichtig? Eben habe ich schon gesagt, damit die Jünger gesund aufwachsen und nicht verwirrt werden durch widersprüchliche Lehre. Die ersten Gläubigen, was haben die gemacht? Die blieben in der Lehre der Apostel. Wenn jemand kam und hat andere Dinge gebracht, die die Apostel nicht wollten, weil die die Dinge vertreten haben, die Jesus ihnen beigebracht hat, dann haben sie eine Grenze gezogen und sagen, die sind draußen, wir sind drin. Und macht euch
klar, was ihr wollt. Wollt ihr Jesus nachfolgen, dann werdet ihr diese Lehren nicht zuhören. Dann werdet ihr diesen Lehren kein Gehör schenken und ihr werdet keine Verbindung damit haben. Weil das kommt von der anderen Seite. Sie haben eine Trennung gezogen und haben darauf geachtet, dass diese Trennung bestehen bleibt. Warum ist das so wichtig? Weil das Wort Gottes sagt, dass Lehren, die dem Evangelium widersprechen, können von Dämonen inspiriert sein. Und Gläubige verlieren ihren Glauben. Sie fallen ab vom wahren Glauben durch Dämonen inspirierte Lehre. Und das ist ein Merkmal der Endzeit, 1. Timotheus 4,1, dass Gläubige Dämonenlehre hören in christlichen Kreisen und dann ihren Glauben verlieren. Und das ist genau das, was heute passiert. So, was ist das Evangelium? Es ist nicht Johannes 3,16, Gott liebt dich, alles ist gut. Das ist nicht das Evangelium. Was ist das Evangelium? Das Evangelium, das Paulus gepredigt hat, ist, wer ist Jesus? Was ist der Zustand des Menschen ohne das Heil, ohne Jesus? Wie kommt man zu Jesus? Und da war ganz stark immer die Betonung auf Buße. Und Buße heißt Kapitulation, heißt Umkehr, die Seite wechseln und sich vollkommen umwenden und jetzt sich Gottes Herrschaft unterstellen. Und wer das getan hat, als ein sichtbares Zeichen, ließ sich taufen. Und wer das getan hat, empfing den Heiligen Geist. Das ist, was Petrus Pfingsten gesagt hat. Tut Buße, lasst euch taufen, empfangt den Heiligen Geist und dann ab in die Jüngerschaft. Das ist das Programm. Eine klare Trennung heraus aus dem ganzen religiösen Wirrwarr der damaligen Zeit und auf einen neuen Weg. Das war, was die Apostel gepredigt haben. Und Paulus ist sehr, sehr scharf, wenn es um diese Fragen geht, der Verwirrung und der Verwässerung und der Veränderung des Evangeliums. Ihr kennt alle diese Passage, brauchen wir jetzt gar nicht zu lesen, in Galater 1, wo er sich hinstellt und so etwas Unglaubliches sagt. Und das muss mal jemand auf einer ökumenischen Tagung sagen. Das würde mich so freuen. Ich wäre so gerne in Stuttgart gewesen. Irgendwie ist es durch Computerfehler passiert, dass ich nicht auf der Gästeliste war und ich war nicht eingeladen. Schade. Ich wäre so gerne da gewesen und ich hätte Paulus dort zitiert. Wer ein anderes Evangelium verkündet, nicht als was Henkel oder Derek Prinz oder irgendwer verkündet, sondern das, was Paulus verkündet, ein anderes Evangelium als das, was Paulus verkündigt hat, der sei verflucht. Und wenn es auch mit gewaltigen, übernatürlichen Manifestationen kommen würde und großartige Engelerscheinungen und sonst irgendwas und Zeichen und Wunder, wenn der Inhalt anders ist als der Inhalt der Botschaft von Paulus, dann ist es nicht von Gott und dann sei dieser verflucht und dann sei das zu verwerfen. Und verflucht ist auch jeder, der das annimmt. Das ist, was vielen nicht klar ist. Da ist ein Gerichtsurteil Gottes über die Hure. Und da wird eine laute Stimme sein, bevor Jesus wiederkommt. Und Menschen werden herausgerufen aus der Hure. Warum? Damit sie nicht der Plagen teilhaftig werden. Die Hure wird gerichtet werden und alle, die sich zur Hure bekennen, werden die Ewigkeit im Feuersee verbringen. Das ist kein Spaß, das ist keine Kleinigkeit. Und Gott will laut und deutlich reden und sagen, das ist der Weg, den ich gegeben habe und das ist der Irrweg, den Menschen sich ausgedacht haben. Und wer den Weg geht, geht verloren, kommt heraus. Und ich glaube, dass in dem Maße, wie jetzt diese Bestrebungen da sind, die Hure zu bauen, auch Gott Menschen vorbereitet mit der Kraft und mit der Klarheit und mit der Salbung von Elias. Und sie werden diese Menschen herausrufen, weil Jesus hat gesagt, bevor er wiederkommt, wird Elias wiederkommen. Und eine prophetische Stimme wird da. Das ist nicht ein Mensch, sondern das ist eine ganze Generation von feurigen jungen Predigern des Evangeliums und Predigerinnen und sie werden klar sagen, was Sache ist und das Wort des Herrn verkünden und sie werden dafür sorgen, dass der Zorn der Hure noch mehr entbrennt für die wahren Gläubigen. Die Hure wird trunken sein vom Blut der Heiligen. Im Moment sind wir in Phase 1, aber in Kürze wird Phase 2 beginnen. Und Phase 1 ist die Umwerbung
Ach, ich habe euch alle so lieb, kommt doch, ich möchte euch umarmen und wir wollen doch wieder eins sein und soll doch wieder alles gut werden. Und schaut doch mal, was ihr für Vorteile habt und dann habt ihr keinen Stress mit der Welt und die Presse lasst euch in Ruhe und alles wird gut sein. Kommt doch und lasst uns alles vergessen und lasst uns wieder eins sein. Das ist die Werbephase. In der sind wir im Moment. Und wenn die abgeschlossen ist und jeder sich positioniert hat und die einen übergelaufen sind und die anderen gesagt haben, nie im Leben, nur über meine Leiche, dann kommt Phase 2 und dann wird die Hure ihr wahres Gesicht zeigen und wird die wahren Gläubigen brutal und massiv verfolgen. Und wir sind jetzt an einem sehr kritischen Punkt, wo jeder Einzelne sich klar machen muss, worum geht es und was will er eigentlich erleben und was hat er für einen Plan für sein christliches Leben. Paulus macht ganz klar, wenn man ein falsches Evangelium annimmt, einen falschen Jesus annimmt, einen falschen, man wird einen falschen Geist empfangen. 2. Korinther 11, Vers 3 und Vers 4. Da ist der Kampf, da ist die Herausforderung, da ist der Versuch, das Feind des Menschen abzuziehen. Durch ein falsches Evangelium, durch ein falsches Bild von Jesus. Durch ein falsches, verdrehtes Evangelium. Und viele Leute kennen das Wort nicht und sie denken Dinge nicht durch. Und sie sagen, meine Güte, komm, das sind doch Kleinigkeiten. Hauptsache, wir glauben doch alle an den einen Gott. Und weißt du, ja gut, es gibt Unterschiede, aber hat nicht Jesus gesagt, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe? Oder Paulus hat es gesagt, ja. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Guck mal, Taufe gibt es in allen christlichen Konfessionen, da sind wir doch eins. Es gibt das Wort Taufe in allen christlichen Konfessionen. Aber was ist Taufe? Taufe ist das sichtbare Zeichen einer Buße, einer Umkehr, einer Unterordnung unter Gott und des Glaubens an das Evangelium. Nirgendwo siehst du im Neuen Testament eine Taufe ohne Glauben an Jesus. Nirgendwo. Nirgendwo. Zeig mir das. Brauchst nicht suchen. Weil sogar die besten evangelischen Theologen haben kapituliert und haben zugeben müssen, aus dem Neuen Testament ist eine Babytaufe nicht zu rechtfertigen. Ja, wenn es nicht aus dem Neuen Testament kommt, danke für die Antwort, dann hat sich das Thema doch erledigt, oder? Warum man etwas festhalten, was ich nicht aus dem Neuen Testament begründen kann? Und dann kommen eben ganz andere Erwägungen, ganz andere Ideen. Hör einmal die Idee, die die katholische Kirche hat über Taufe. Das ist aus dem Katechismus, der KKK, der Katechismus der katholischen Kirche. Das ist nicht irgendein Buch von irgendeinem Katholikenhasser. Das ist, was die Katholiken herausgegeben haben. Das ist das offizielle Dokument, was die Inhalte ihres Glaubens beschreibt. Und dort heißt Paragraph 1213, die heilige Taufe ist die Grundlage des ganzen christlichen Lebens, das Eingangstor zum Leben im Geist, in Klammern Vitae Spiritualis Ianua. Klammer zu, und zu den anderen Sakramenten. Durch die Taufe werden wir von der Sünde befreit und als Söhne Gottes wiedergeboren. Wir werden Glieder der Kirche Christi in die Kirche eingefügt und an ihrer Sendung beteiligt. Die Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser im Wort. So wie werden Menschen Kinder Gottes, wie werden sie wiedergeboren? Durch die Taufe. Das ist nicht, was Jesus gelehrt hat. Taufe macht niemand zum Christen. Da wird sogar der Teufel anstehen und bitten, getauft zu werden. Taufe kommt nach der Buße, nach der Hingabe. Ja. Und deswegen siehst du auch diesen moralischen Verfall in Kirchen, die einfach das Wort verlassen haben. Heute diese ganze Akzeptanz entweder des Okkulten oder des Unreinen und der Verwirrung, Homosexualität und so weiter, ist eine klare Folge davon, dass sie das Wort verlassen haben. Weil Blindheit und Verwirrung kommt über Menschen, die das Wort verlassen haben. Das ist ein Zusammenhang. Und das sollten aber die bedenken, die jammern über den Zustand der Kirche. Das hat etwas mit ihrer Lehre zu tun. Das hat etwas mit ihrem Selbstverständnis zu tun. Lass mich einen anderen zitieren, jetzt mal was Evangelisches, damit wir ausgewogen sind. Der Superintendent, das ist vom Kirchentag in Dresden, ich glaube vor 2 Jahren war das, der Superintendent Herbert Koch,
sagte über das Glaubensbekenntnis sei für ihn eine, das war eine öffentliche Veranstaltung am Kirchentag, eine fundamentalistische Zumutung und ein wesentlicher Grund für die rückläufige Teilnahme am Gottesdienst. Höchstens 10% der evangelischen Mitglieder glaubten an die Jungfrauengeburt und weniger als jeder dritte Protestant, dass Jesus Gottes Sohn sei. Ja, warum ist das so? Weil sie das nicht lehren. Weil sie nicht die Wahrheit lehren, wie heuchlerisch dieses Argument ist. Hauptschwierigkeit für diesen Superintendenten sei die übernatürliche Biografie Jesu, in Anführungsstrichen. Die Jungfrauengeburt sei eine fromme spätere Legende, zudem sei Jesus Analphabet gewesen. Woher weiß dieser Mann das? In meiner Bibel steht, Jesus schrieb in den Sand. Und er hat gelesen, der hat die Buchrolle in Lukas 4 aufgetan und hat gelesen. Analphabeten können sowas schwer. Hallo. Was für eine Anmaßung. Aber es kommt noch schlimmer. Die Kirche rechnet sicher mit allerlei, aber auf keinen Fall mit der Wiederkunft Christi. Was kirchliche Leiter wirklich verbindet, sei nicht das Glaubensbekenntnis, sondern das Interesse, die Kirche zu erhalten. Also das grenzt jetzt schon ans Komödiantische. Es geht gar nicht um den Glauben, sondern es geht darum, die Kirche zu erhalten. Das hält die Leute zusammen. Hallo. Koch forderte dazu auf, von den Quäkern zu lernen. Diese lehnen Dogmen ab, weil diese abgrenzen und andere ausschließen und daher nicht dem Frieden dienen. Hör diese Sprache, die wirst du noch viel hören. Das ist die Sprache von Richard von Weizsäcker und von allen möglichen Leuten, die auf dieser Schiene von Frieden und Weltfrieden und Einheit unterwegs sind. Die Dogmen grenzen ab und schließen andere aus und dienen nicht dem Frieden. Das Christentum behaupte eine unendliche Überlegenheit über andere Religionen. Es müsse jedoch auf seine Absolutheitsansprüche verzichten. Die Christen sollten Jesus das sein lassen, was er wirklich war, ein großer Prophet und Weisheitslehrer, so Koch. Die wahren Schätze des Glaubens seien für ihn die Bergpredigt, die Ringparabel des Dichters Gottholm Ephraim Lessing, der ein Freimaurer war, der schon ein Vordenker dieser Einheit war zwischen Judentum, Christentum und Islam. Und die Vorlesung des Theologen Adolf von Harnack über das Wesen des Christentums, das kenne ich jetzt nicht. Und das Bemerkenswerte an solchen Aussagen ist, dass nach meinem Wissen es kein Lehrzuchtverfahren gegen diesen Mann gibt. Niemand in der Kirche hat protestiert und hat gesagt, halt, das ist seine Privatmeinung, das ist nicht die Meinung der Kirche, das darf er nicht sagen, entweder nimmt das zurück oder er wird ausgeschlossen. Niemand unternimmt etwas gegen solche Aussagen. Und wenn Jesus nicht der Sohn Gottes ist, da kann einer so fromm sein, wie er will, der Talar kann so lang sein, wie er möchte und er kann so schöne Reden schwingen und kann Gottesdienste halten. Das ist nicht mein Bruder. Wer Jesus nicht als Gott anerkennt, ist nicht mein Bruder. Und da kann man sagen, ich habe eine feindselige Gesinnung und ich bin ein intoleranter Mensch, das ist mir alles sowas von egal. Ich glaube, Jesus ist Gott, er ist der Herr und er ist der Richter aller Menschen und er wird wiederkommen. Und dieser arme Mann, was für ein Schock wird er haben, wenn Jesus wiederkommt und er steht vor ihm und es ist der Gottessohn. Und wir sagen, hast du nicht die Bibel gehabt? Habe ich dir nicht mein Wort gegeben? Dieser Mann kann uns nur leid tun. Was für ein Schock, wenn er Jesus gegenüberstehen wird und sein Leben verantworten muss. Wenn du nach YouTube gehst, gib ein, Zollitsch leugnet, das reicht schon. Und dann kommst du zu einem Interview von Bischof Zollitsch, das war, oder sogar ist er Erzbischof, jedenfalls war er bis vor kurzem der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz der katholischen Kirche. Und in diesem Interview leugnet Zollitsch, das kann jeder von euch nachlesen oder nachschauen, er leugnet die grundlegende Lehre des Evangeliums, dass Jesus vom Vater für unsere Sünden bestraft wurde.
Und er gibt sehr komplizierte, schwer nachvollziehbare Erklärungen, was eigentlich das Kreuz bedeutet. Das kannst du kaum verstehen, was der da für ein wirres Zeug von sich gibt. Ich weiß nicht, ob er es selber versteht. Aber es ist ganz, ganz klar, der Interviewer hakt nach und ist beharrlich, fragt zweimal nach und Solich sagt ganz klar, nein, das kann man heute nicht mehr sagen. So ein führender Mann der katholischen Kirche leugnet das Kreuz. Er leugnet, dass Jesus vom Vater für unsere Sünden bestraft wurde. Für mich ist jemand, der das leugnet, nicht mein Bruder. Der kennt das Evangelium nicht. Er kennt das Wort Gottes nicht. Es hat ihm gefallen, ihn zu zerschlagen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Er trug unsere Sünden. Um unsere Sünden willen wurde er geschlagen. Interessanterweise, auf dieser Ebene der Leugnung des Sühnetods Jesu trifft man sich jetzt. Auf dieser Ebene bewegt sich auch McLaren von Emerging Church. Auf dieser Ebene bewegt sich auch William Young von der Hütte. Ich habe ein Interview auf meinem Rechner und das ist genau dieser Punkt, wo er das leugnet. Nein, das kann man nicht sagen. Weil das wäre kosmischer Kindesmissbrauch. Wenn der Vater den Sohn bestraft für etwas, was der Sohn nicht getan hat, das ist kosmischer Kindesmissbrauch. Verwirrte Menschen, die das Evangelium nicht kennen und verdrehen wollen. Und mit diesen Menschen können wir und dürfen wir uns nicht verbünden. Sondern wir müssen sie zur Buße rufen, wo wir Gelegenheit haben. Wir müssen sagen, dass das nicht die Wahrheit ist, dass sie verwirrt sind und dass sie andere verwirren. Natürlich werden sie das nicht gerne hören wollen. Und es ist die Frage, ob sie uns ausreden lassen würden. Aber trotzdem, das ist, was wir ihnen zu sagen haben. Das ist das Wort Gottes. Kehr um, du Verwirrter, du Verdrehter, du Leugner der Wahrheiten Gottes. Kehr um. Und komm unter die Herrschaft Christi, beuge deine Knie und vergiss deine intellektuellen, aufgeblasenen Ideen und deine Theologie und komm zurück zum Wort. Und das war die Stimme der Reformatoren, ob das Huss war oder Wycliffe oder Luther oder Calvin oder irgendwas. Die alle haben gesagt, zurück zum Wort, Schluss mit den ganzen Geschichten und mit den ganzen Traditionen und okkulten Praktiken und mit dem Götzendienst, Schluss mit all dem, zurück zum Wort. Was Glaube an Jesus ist, ist geschrieben in der Bibel und mehr brauchen wir nicht und mehr wollen wir nicht. Und alles, was darüber hinausgeht, ist vom Übel. Das war die Gesinnung der Reformatoren. Zu Recht oder zu Unrecht? Heute, ja, es war alles ein Irrtum. Das sind Gräben, die wir aufgerissen haben. Die werden jetzt durch Gottes Gnade wieder aufgefüllt. Gott hat sich nicht geändert. Sein Evangelium hat sich nicht geändert. So, was haben die Apostel zu sagen in Bezug auf falsche Lehre? Und wie wir mit falscher Lehre umzugehen haben? 2. Johannes, Kapitel 8, nicht Kapitel 8, Vers 8. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, hat Teil an seinen bösen Werken. Paulus schärft seinen Mitarbeiter und geistlichen Sohn Timotheus ein. Kapitel 1, Vers 3, 1. Timotheus 1, Vers 3. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als den Verwalterdienst der Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Das Endziel der Weisung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Römer 16, Vers 17. Ich ermahne euch, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse anrichten,
abseits oder entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. So, hier ist ganz klar gesagt, wer richtet Trennungen an? Diejenigen, die sich abwenden und die Dinge lehren, anders als die Apostel. Das sind die, die Trennungen anrichten. Die katholische Kirche ist die größte und einflussreichste Sekte in unserem Land. Und es ist ein interessantes Phänomen, wenn man in rein katholischen oder in überwiegend katholischen Gegenden ist und man sitzt mal mit Pastoren zusammen, wenn du sie fragen würdest, was ist das größte Hindernis für Evangelisation in eurer Region? Die müssen nicht lange beten, die müssen nicht überlegen, das kommt wie aus der Pistole geschossen. Das ist der katholische Glaube. Das ist das größte Hindernis, weil alle Leute glauben, sie sind gerettet. Alle Leute glauben, sie gehören zur Kirche und alles ist gut. Aber interessanterweise, wenn du dann sagst, okay, wenn das das Hindernis ist, ein Hindernis gegen das Evangelium, dann ist das vom Feind, dann lass uns aufstehen. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Lass uns beten, dass dieses Bollwerk über unserem Land fällt. Lass uns diese Festungen niederreißen, lass uns dagegenhalten mit der Wahrheit. Lass uns sagen, Lüge ist Lüge und das ist die Wahrheit. Lass uns aufstehen und diese Lügen konfrontieren. Auf einmal werden diese Pastoren ganz kleinlaut. Ja, nee, weißt du, das können wir nicht machen. Also das, wir wollen schließlich unsere Ruhe haben, wir wollen nicht, dass wir irgendwie Ärger kriegen und so weiter. Und wir müssen schon achten auf gute Verhältnisse und gute nachbarschaftliche Beziehungen und so weiter. Dieselben, die sich gerade noch beklagt haben, die Kirche ist ihr größter Feind. Oder der größte Feind für das Evangelium. Schützen auf einmal diese Kirche wieder, statt sie bloßzustellen und statt aufzustehen und zu sagen, das ist das Wort Gottes und alles andere ist Lüge. Wo ist diese Gesinnung geblieben? Das ist das Evangelium, wer etwas anderes verkündigt, der sei verflucht. Wo ist diese Gesinnung geblieben? Menschenfurcht und Menschengefälligkeit hat dazu geführt, dass man einen Kniefall macht. Und dieser krankhafte Wunsch, endlich anerkannt zu werden von denen man früher abgelehnt wurde, ein krankhafter Wunsch. Wenn du weißt, die Anfänge von Ulf Ekman, wie er von der Landeskirche, evangelische, Schweden ist evangelisch, wie er von der Landeskirche verfolgt wurde und heute alles ist vergessen. Acht geben auf Menschen, die Trennung und Ärgernisse anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Titus 3, Vers 10, eine sektierische Menschen weisen nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab. Und wer sagt, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, wenn das nicht Häresie ist, wenn das nicht Ketzerei ist, dann weiß ich nicht, was Ketzerei ist. Wenn Jesus nicht Gott ist, gehen wir alle in die Hölle. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Wenn Jesus nicht Gott ist, dann bedeutet Golgatha gar nichts, weil dann ist ein sündiger Mensch für sündige Menschen gestorben und das bedeutet nichts. Die Kraft des Evangeliums ist, dass Jesus, der sündlose Sohn Gottes und deswegen die Jungfrauengeburt, Jesus war der erste und einzige Mensch nach dem Sündenfall, der nicht unter dem Fluch geboren wurde. Alle anderen sind per Geburt verdammt. Per Geburt. Und dann kommt noch dann zwangsläufig hinzu die eigene Sünde. Und Jesus war der erste und einzige Mensch, der nicht unter dem Fluch geboren war. Und interessant, als die Aufklärung kam und die Aufklärung sich der Theologie bemächtigt hat, eins der ersten Wunder, die in der Schrift als Legende, als Mythos dargestellt wurden, war die Schöpfung und die Jungfrauengeburt. Diese beiden Dinge waren die ersten Wahrheiten, die attackiert worden sind. Die Schöpfung und die Jungfrauengeburt. Weil sie genau wissen, wenn die Jungfrauengeburt nicht stattgefunden hat, dann gibt es auch gar keine Errettung. Es ist so dämonisch, so teuflisch. Zweiter Timotheus, Kapitel 2, Vers 19. Der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von Ungerechtigkeit. Hier ist diese Wahrheit, dass Glauben an Jesus muss Früchte bringen. Man kann nicht in der Ungerechtigkeit und in der Sünde bleiben und an Jesus glauben. Das ist nicht vorgesehen.
In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, von den Gefäßen zur Unehre, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. So, da haben wir ganz klare Anweisungen der Apostel, wie sie Irrlehre eingestuft haben und wie sie damit umgegangen sind und wie sie die Gläubigen angeleitet haben, damit umzugehen. Nirgendwo siehst du das, was wir heute Toleranz nennen. Ein Aufruf zur Toleranz oder diesen Begriff Versöhnung mit den Gegnern Gottes. Das kommt bei Paulus nicht vor. Warum sollten wir uns mit der Landeskirche versöhnen, wie das so jetzt üblich ist und allen möglichen Konferenzen darüber veranstaltet werden? Warum sollen wir uns versöhnen? Wir haben keinen Konflikt mit denen, wir sind nicht mit denen im Streit, wir haben nicht ihnen Böses getan, wir haben nicht an ihnen gesündigt. Warum sollen wir uns versöhnen? Wir stimmen nicht überein und wir sagen, was sie sagen, sind Lügen des Teufels. Aber das ist halt keine Sache von Versöhnung, das ist eine Sache von Nicht-Übereinstimmung. Und das darf man nochmal feststellen, oder? Hallo. So, was sind jetzt aus all diesem die praktischen Konsequenzen? Johannes 18, 37. Jetzt geht es um uns. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Das war der Auftrag, das war das Selbstverständnis von Jesus. Deswegen wird er in Offenbarung genannt, der treue Zeuge, der treue Zeuge, der er bereit war, sein Leben zu lassen, sein Blut fließen zu lassen, als von der Wahrheit abzurücken. Warum wurde Jesus gekreuzigt? Wegen seines Anspruchs, der Sohn Gottes zu sein. Darum wurde er gekreuzigt. Das wurde über dem Kreuz dann geschrieben. In Lateinisch und Hebräisch und Griechisch. Der Sohn Gottes. Wenn Jesus den Vater verleugnet hätte, um sein Leben zu retten, würden wir heute hier nicht sitzen und ihn anbeten. Verstehen wir das? Wenn Jesus Kompromisse gemacht hätte, wenn er einen Pakt mit der Lüge gemacht hätte, das Kreuz hätte nie eine Wirkung gehabt, es hätte nichts bedeutet, es hätte nichts mehr bewirken können. Wir würden alle in die Hölle gehen. Das Kreuz hat deswegen seine Wirkung, weil der sündlose Sohn Gottes für uns gestorben ist. Und weil er bis zum Schluss keine Kompromisse gemacht hat. Weil es ihm wichtiger war, Gott die Treue zu halten, als sein Leben zu retten. Das war die Gesinnung Jesu. Und wir sind seine Nachfolger. Und wir sind gerufen, in diese Gesinnung hineinzuwachsen. Wir sind weit davon entfernt. Weit. Aber wir brauchen dieses Ziel und wir brauchen dieses Verständnis. Das ist die Gesinnung Jesu. Und wenn Paulus sagt, die Gesinnung Jesu sei in euch allen, Philipper 2, dann ist das auch ganz stark verbunden mit dieser unbedingten Hingabe an die Wahrheit. Die Wahrheit darf nicht aufgegeben werden, um keinen Preis. Offenbarung, Kapitel 3. Dort heißt es im zweiten Teil von Vers 8, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Worin besteht das Nichtverleugnen des Namens Jesu? Sein Wort zu bewahren. Wer sein Wort bewahrt, verleugnet ihn nicht. Das heißt im Umkehrschluss, wer sein Wort preisgibt und verdreht, und verändert,
verleugnet seinen Namen. Und unser Land heute ist voll von prominenten, hochrangigen geistlichen Leitern, die bereit sind, den Namen Jesu zu verleugnen. Weil sie das Wort Gottes verdrehen, weil sie uns Dinge erzählen, die nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Ich habe es mit eigenen Ohren gehört, ein großer nationaler Leiter aus dem pfingstlich-charismatischen Lager. Er sagt, wir dürfen nicht vergessen, auch die evangelische Kirche ist ein Teil des Leibes Christi. Hallo. Der Herr Koch, den wir gerade zitiert haben, der die Gottessohnschaft leugnet, gehört er zum Leib Christi? Gehören überhaupt Kirchen zum Leib Christi? Gehört der BFP zum Leib Christi? Du sagst, hey, jetzt aber aufpassen. Gott denkt nicht in Kategorien von Konfessionen. Alle, die wiedergeboren sind durch seinen Geist, gehören zum Leib Christi. Ob sie nun in einer katholischen Kirche sind oder in einer Pfingstgemeinde sind oder in einer sogenannten freien charismatischen Gemeinde, das spielt keine Rolle. Aber wie kann man sagen, eine Kirche, die per se als Ganzes sich gegen das Wort Gottes gestellt hat, eine Kirche gehöre zum Leib Christi. Was für eine Verwirrung. Gott denkt nicht in Kategorien von Organisationen und religiösen Vereinigungen. Gott sieht das Herz an. Und wenn jemand nicht Buße getan hat, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, dann kann er Bischof sein, dann kann er Papst sein, dann kann er irgendwas sein oder alles zusammen. Und er ist trotzdem nicht sein. Wer seinen Geist nicht hat, ist nicht sein. Das ist, was das Wort sagt. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Er kann überhaupt nicht. Er ist immer noch draußen. Er ist immer noch blind. Er versteht überhaupt nicht, worum es geht. Egal, wie viel Theologie er studiert hat, wie viele Bücher er geschrieben hat und was er alles für schöne Dinge gesagt hat und was die Leute alles über ihn sagen, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Wer das Wort Gottes nicht bewahrt, verleugnet den Namen Jesu. Und wenn eine katholische Kirche auffordert und sagt, das ist normal, das ist bei uns so und das wird erwartet, dass man Maria anruft als Himmelskönigin, der ruft auf zu Götzendienst. Und er tut Dinge, die Gott ein Gräuel sind. Und warum in aller Welt sollen wir mit diesen Leuten uns verbünden? Warum? Aber heute ist eine Stimmung da, Friede, Einheit, Toleranz, sei lieb, tu niemandem weh. War das die Devise von Jesus? Nein. Jesus hat Menschen wehgetan, nicht wahr? Hallo, hat Jesus Menschen wehgetan? Zu einem der Pharisäer sagt er sehr kräftige Worte und der beklagt sich sogleich und sagt, Meister, mit diesen Worten schmähst du uns aber. Also mit anderen Worten, das hat mich jetzt getroffen, jetzt bin ich verwundet. Und was sagt Jesus? Oh meine Güte, sorry, ich bin aus der Liebe gefallen, das tut mir aber total leid. Also bitte vergib mir, oh Mann, und Vater, hilf mir, dass ich jetzt in der Liebe bleibe, dass sowas nie wieder vorkommt. Lesen wir das im Wort Gottes? Jesus gibt noch eins obendrauf. Statt sich zu entschuldigen, tut er noch eins obendrauf und sagt, jede Pflanze, die mein Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Wenn dir das wehgetan hat, pass auf, was demnächst kommt. Das ist doch, was er sagt. Jede Pflanze, die mein Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Jesus war nicht nett und zart und freundlich und diplomatisch mit Menschen, die der Wahrheit widerstanden haben. Das ist eine Irrlehre. Das ist nicht der Jesus des Neuen Testamentes. Er war extrem scharf, extrem radikal. Er hat Leute konfrontiert. Sind wir seine Nachfolger oder was? Dann müssen wir frei werden von Menschenfurcht. Und dann müssen wir sagen, das ist das Bild Jesu, in das will ich hinein. Das ist nicht das Einzige. Sanftmut, Freundlichkeit, Demut und all diese Dinge gehören auch dazu. Aber Widersacher des Evangeliums zu konfrontieren, ist das Wesen Jesu. Und das ist, was Gott für dich und für mich vorhat. Und ob ich sage, ja, aber das wird dann unangenehm für mich. Spielt keine Rolle. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Der ganze Grund, warum alles so nett und so harmonisch noch abläuft, ist, weil wir nicht wirklich zum Wort stehen. Das ist der Grund.
und in anderen Ländern mit anderen Kulturen und anderen Prägungen sehen die Dinge ganz anders aus. Und die Menschen müssen dort für den Glauben wirklich einen hohen Preis bezahlen. Das Wort bewahren, dadurch verleugnen wir nicht seinen Namen. Jesus war der treue Zeuge und wir sind seine Nachahmer und wir müssen dasselbe tun. Darum sagt Paulus zu Petrus, zu Timotheus, predige das Wort, stehe dazu. Das heißt, mach keine Abstriche, ändere nichts, egal was die Leute sagen werden. Predige das Wort und stehe dazu, weil Zeiten werden kommen, wo Menschen sich Lehrer suchen werden, nach denen ihnen die Ohren jucken werden. Und diese Zeiten sind jetzt. In diesen Zeiten leben wir. Und wir müssen das Evangelium kennenlernen, wir müssen Jesus kennenlernen. Wir brauchen Mut, wir brauchen Befreiung von Menschenfurcht und wir brauchen sehr, sehr viel Kühnheit. Judas sagt, wir sollen kämpfen für den Glauben. Warum muss man kämpfen für den Glauben? Nun, er sagt, deswegen, weil Leute heimlich eingeschlichen sind und sie verdrehen die Gnade Gottes in Ausschweifung. Das heißt also, sie machen das Gegenteil aus der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist dazu da, ein geheiligtes Leben zu führen. Sie verdrehen das Wort Gottes, sie verdrehen die Gnade Gottes und machen daraus einen Freifahrtschein für die Sünde. Ausschweifung ist das Gegenteil von Enthaltsamkeit, von Leben in geistlicher Disziplin und Klarheit und Zucht. Das ist das Gegenteil. Und die Gnade bewirkt ein solches Leben in uns. Und diese falsche Gnade, die diese Leute dort verkündigen, sie bringt Leute dazu, in eine falsche Sicherheit zu kommen und zu sagen, es ist alles gut, die Liebe Gottes ist da, wir sind alle geliebt von Gott, Punkt. Und es ist nicht das Evangelium. Sondern das Evangelium ist, Gott ist gut und Gott ist bereit, uns zu vergeben und uns zu bewahren vor der Hölle, wenn wir umkehren und wenn wir uns auf seine Seite stellen, dann ist er bereit, uns zu vergeben. Wenn wir nicht bereit sind, umzukehren, wir gehen in die Hölle. Und er ist nicht zu beklagen als ungerecht und als hart und als lieblos. Das ist das Evangelium. Und für diesen Glauben müssen wir kämpfen. Das heißt also, in einer Gesinnung der Liebe, der Sanftmut, der Demut, wo wir nicht religiöse Fanatiker und Eiferer sind, stehen wir in unserem Umfeld für die Wahrheit. Und das kann manchmal ganz praktisch sein. Irgendeiner deiner Verwandten, die gar nicht gläubig sind, die spotten über deinen Glauben, auf einmal wollen sie ihr Baby taufen lassen. Und was dann? Ja, das ist ja Verwandtschaft und da geht man ja hin. Nein, man kann auch sagen, pass auf, ich glaube an Jesus, das weißt du. Ich bin Jesus treu und ich kann es nicht ertragen, wenn sein Wort verdreht wird und verfälscht wird und wenn Leute eine fromme Show abziehen, ohne dass sie ihn meinen. Und das, was ihr da macht, hat mit Taufe nichts zu tun. Taufe ist etwas total anderes. Es ist deine Entscheidung, du kannst das tun, aber du wirst die Konsequenzen dafür tragen. Aber bitte erwarte nicht von mir, dass ich dabei bin und noch applaudiere, wenn du eine Handlung begehst, die dir nichts bedeutet und die den Menschen die Botschaft vermittelt, hier ist wieder einer wiedergeboren und hier ist wieder ein Kind Gottes in die Welt gekommen. Entschuldige bitte, ich komme zum Kaffee, gerne, ich respektiere dich, aber an der Feier werde ich nicht teilnehmen, weil mein Jesus da nicht hingehen würde. Und wenn er da hingehen würde, würde die Feier sprengen. Und deswegen kann ich da nicht hin. Und so gibt es Situationen, wo wir mit Religiosität in unserem Umfeld zu tun haben. Ziehen wir dann die Fahne hoch für die Wahrheit? Stehen wir dann für Jesus? Oder sagen wir, ach, ist aber nett, dass du auch gläubig bist. Möchtest sogar dein Kind taufen lassen? Wunderbar. Du, da schreibe ich dir noch ein nettes Kärtchen und wünsche dir Gottes Segen. Und du weißt, das sind Menschen, die kümmern sich ihr Leben lang nicht um Gott. Die wollen nichts mit Gott zu tun haben. Und sie leben ein Leben völlig im Widerspruch zum Evangelium. Aber du gratulierst ihnen, weil sie jetzt fromm sind. Hallo. Hallo. Wollen wir sie damit gewinnen? Können wir sie damit zur Buße aufrufen? Können wir damit ihr Gewissen aufrütteln? Indem wir sie bestätigen in der Religiosität? Sicherlich nicht. Und dann ein letzter wichtiger Punkt. So, wir wollen diese Gesinnung kultivieren, mit einer friedfertigen Haltung nicht übereinstimmen und der Lüge zu widersprechen. Ich weiß, dass du diese Meinung hast, aber ich möchte hier einmal betonen, dass das das Gegenteil ist von dem, was das Wort Gottes sagt.
Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und wenn du eine eigene religiöse Meinung hast, wir haben in unserem Land Meinungsfreiheit, aber du musst wissen, eines Tages stehst du vor Gott und musst dich verantworten. Wie kannst du Dinge verdrehen aus der Heiligen Schrift? Schau mal, was für ein Aufschrei gegangen ist durch die islamische Welt, als Menschen etwas gegen den Koran gesagt haben oder sogar einige Fanatiker da, wie dieser Jones aus USA, da Koran verbrennen wollte. Was für ein Aufschrei geht da durch die islamische Welt. Aber wenn heute in unserer Gesellschaft Bischöfe und Priester und hochrangige Würdenträger etwas sagen gegen die Bibel, wir sind alle still. Keiner sagt etwas. Und unsere Leiter, die sagen, wir glauben an die Bibel, wir sind erfüllt vom Heiligen Geist, gehen hin und feiern Einheit mit diesen Menschen. So weit sind wir gekommen. Und dann ein letzter wichtiger Punkt. Lass uns gehen zu Nehemia, Kapitel 4. Es war ein Moment der Einschüchterung und der Irritation. Und Nehemia steht hier für Gott. Und ich sah zu, Nehemia 4, Vers 14, und machte mich auf und sprach zu den Edlen und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volke: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt des Herrn, des Großen und Furchtbaren, und streitet für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Gedenkt an Gott, den Großen und Furchtbaren, und streitet für eure Brüder. Und das ist unsere Aufgabe, die zu segnen, für die zu beten, dass der Heilige Geist als Geist der Wahrheit und Weisheit über sie kommt und sie erschrecken über ihren Zustand und über ihr Abirren vom Worte Gottes. Da sind so viele, die am Rand stehen und die überlegen, springe ich mit auf oder nicht. Viele sind schon aufgesprungen und sehr, sehr viele mehr in den nächsten wenigen Jahren werden aufspringen. Und es gibt keine nennenswerte, klare Stimme im pfingstlichen, charismatischen Lager, die ich kenne, die gegen das aufsteht. Im evangelikalen Lager interessanterweise, die mit dem Heiligen Geist nichts zu tun haben, gibt es eine ganze Reihe von Stimmen, die absolut messerscharf und klar diese Sache durchschauen und dagegen aufstehen. Aber im gesamten deutschsprachigen, pfingstlich-charismatischen Lager keine einzige Stimme von großen Leitern, von anerkannten Leitern, der gegen das aufsteht und Menschen ruft, treu zu bleiben zum Wort Gottes und sich fernzuhalten von diesem Gift. Rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Das ist, was Gott gesagt hat. Und wenn der Aufruf zu Marienanbetung, wenn das nicht unrein ist, eine sogenannte heilige Messe, in der Jesus jedes Mal wieder neu geopfert wird, wenn das nicht unrein ist, Heilige anzurufen für praktische Nöte in der Landwirtschaft oder auf der Arbeit oder in irgendetwas. Wenn das nicht unrein ist, ihr Lieben, was ist denn unrein? Diese Dinge sind Gott ein Gräuel. Die schlimmste Beleidigung, die man Gott antun kann, als jemand, der ihn kennt, einen falschen Gott anrufen und um Hilfe bitten. Das ist das Allerschlimmste, was wir unserem Gott antun können. Und da ist der Spaß zu Ende, ihr Lieben. Und Gott brandmarkt das mit den massivsten Worten, die die Bibel kennt, und das ist das Wort Gräuel. Und wer so etwas tut, ist ihm ein Gräuel. Und Gott möchte Menschen warnen. Gott möchte, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass sie umkehren, dass ihnen geholfen wird, weil ihnen die Augen aufgetan werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das geschieht durch Gebet. Und das ist unsere Aufgabe, zu beten für die Leiterschaft in unserem Land. Zu beten, dass der Heilige Geist auf sie kommt und dass sie umkehren aus ihrer Borniertheit, aus ihrem Stolz. Ich habe mit einigen Leitern gesprochen in diesen Angelegenheiten. Jetzt habe ich aufgehört, aber einige wichtige Gespräche habe ich gehabt mit hochrangigen Leitern. Und ich war erschrocken über ihre Unkenntnis der Bibel. Ich war erschrocken über ihr mangelndes Verständnis von was das Evangelium ist und ihre blauäugige Idee von was katholische Kirche ist.
Ich habe einige Irrlehren aufgezählt. Der eine Later schaute mich an mit großen Augen und sagte, aber das war doch im Mittelalter. Ich sage, wann hast du letztes Mal KKK gelesen? Er sagt, was ist KKK? Ich sage, du willst ein großer Leiter sein und du weißt nicht, was KKK ist? Du sitzt mit diesen Leuten am Tisch und du hast niemals gelesen, wofür die stehen und was die glauben und was die vertreten. Du weißt überhaupt nicht, was katholischer Glaube ist und du sagst uns, wir sollen uns mit denen verbinden. Was bist du für ein Leiter? Du weißt nicht, was KKK ist. Hast nie gelesen. Und falls du noch nie gelesen hast, schau mal nur so ausschnittweise in ein paar Dinge rein. Und dir wird bald schlecht werden. Lies über den Anspruch der Kirche, über den Anspruch des Papstes, über sein Recht, ex cathedra zu sprechen. Niemand darf widersprechen. Nicht mal der nächste Papst darf widersprechen. Wenn der Papst ex cathedra ein Dogma ausspricht, dann ist das richtig und das ist von Gott und das ist die Wahrheit und das kann niemals wieder zurückgenommen werden. Das ist ihre Idee. Und niemand darf ihn kritisieren. Und es spielt keine Rolle, ob dieses Dogma mit der Bibel übereinstimmt oder der Bibel widerspricht. Das spielt keine Rolle. Das steht im KKK. Aber auf eine sehr diplomatische Sprache. In einer Sprache verpackt, die sehr interessant ist. Bei Theologen muss man lange überlegen, was die meinen. Aber dann wird es doch klar. Und andere Gräuel sind dort, die einfach unfassbar sind. Und die Leiter wollen von diesen Dingen nichts wissen. Sie wollen nichts von denen wissen. Sie wollen nicht. Aber da sind viele andere, die nicht fest sind, die nicht klar sind, die am Rand stehen und die diesen Druck spüren, du musst mitmachen, sonst wirst du ausgegrenzt, sonst wirst du geächtet. Und sie sind dabei, hineinzugehen in diesen falschen Strom. Und es wird gefeiert als das Wunder der Einheit. Das, so wird das jetzt genannt, das Wunder der Einheit. Jahrhundertelange Gräben, wie ich vorhin gelesen habe, werden auf einmal wundersam durch Gott überbrückt. Nein, nicht durch Gott, durch Menschen, die die Wahrheit verdrehen. Und für diese Menschen, die bereit sind, in diesen Lügenstrom einzutauchen, müssen wir beten und Fürbitte tun. Und beten, dass noch einmal der Heilige Geist wie in der Reformation über unser Land kommt und es dann nicht bei ein, zwei Offenbarungen stehen bleibt, sondern wirklich eine volle Offenbarung über das ganze Evangelium wird. Luther hatte eine Offenbarung gehabt. Am Anfang hat er geträumt von einer Kirche, die nur aus Gläubigen besteht. Das war der Traum von Luther am Anfang. Wenige Jahre später hat er Menschen, die diesen Traum verwirklicht haben, wie zum Beispiel Schwenkfeld, der eine neutestamentliche Gemeinde gebaut hat mit mehreren tausend Mitgliedern. Verteufelt und bekämpft und verachtet. Und hat die Obrigkeit ermutigt gegen Menschen, die sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, egal was irgendwer sagt. Die Obrigkeit aufgefordert und ermutigt, diese bösen Menschen, diese Rebellen zu bestrafen. Luther selber hat die Obrigkeit, er hat ja keine politische Macht gehabt, aber hat die Obrigkeit angefeuert, Menschen, die Gesinnung haben, wie du und ich, zu bekämpfen, zu bestrafen, zu töten, umzubringen, zu verfolgen. Wenige Jahre später, nach seinem großen Durchbruch. So, man kann Licht haben und dann doch wieder viel verlieren. Und wenn wir beten, dann kommt der Heilige Geist und öffnet blinden Augen und lässt Menschen erkennen, was das Heil ist. Und das wollen wir tun. Wir wollen messerscharf sein, total klar sein, keinerlei Kompromisse machen. Und wenn du hier sitzt und du bist noch in der Kirche, du musst dich fragen, wie kannst du das vor Gott verantworten, zu einem religiösen Trachtenverein zu gehören, der sich einen Dreck schert um die Bibel? Hallo. Wenn du denkst, das war scharf, dann zitiere ich mal ein paar Propheten und dann weißt du, was scharfe Rede ist. So, ich nehme religiösen Trachtenverein nicht zurück. Es geht ihnen nicht um das Wort. Hat er ja vorhin selber gesagt, es geht ihnen gar nicht um die Wahrheit. Es geht ihnen darum, diesen Verein zu erhalten. Ja, darum geht es im ADAC auch. Das ist doch kein Inhalt. Wir haben einen Verein, um den Verein zu erhalten. Das ist der Grund, warum wir da sind. Hallo. Was für ein Schwachsinn. Und wir wollen beten, dass der Geist der Buße, der Geist der Überführung wieder über das Land kommt und Menschen die Augen aufgehen, dass ein heiliger Gott, der in seiner großen Gnade sich herablässt, seinen Sohn zu opfern,
damit wir einen Weg haben zurück zum Vater. Und dann gehen wir einen halben Schritt diesen Weg zurück zum Vater und danach fangen wir an, diesen heiligen Gott zu schmähen und sein Wort zu verdrehen bis zur Unkenntlichkeit. Was für eine Schande. Und es wird Zeit, dass der Geist der Furcht des Herrn kommt über uns. Und dass wir sagen, Gott ist heilig und ich kann alles mitmachen, aber nie im Leben werde ich mich an seinem Wort vergreifen. Nie im Leben werde ich der Lästerung zustimmen. Niemals. Ich werde für ihn stehen, egal was das für mich kostet. So, diese radikale Gesinnung will er in uns hervorbringen und eine Barmherzigkeit für die, die in diese giftige Brühe hineinsteigen und denken, dass ein erfrischendes, belebendes Bad. Wir wollen beten für sie und beten, dass Gott irgendwie durchkommt zu ihrem Herzen und ihre Augen auftut und sie rettet vom kommenden Verderben. Das ist unsere Aufgabe. Halleluja. Amen. Amen. Ich will noch beten für euch jetzt. Vater, wir danken dir, dass wir diese Zeit jetzt zusammen haben konnten. Wir danken dir, dass du uns besucht hast. Dass wir etwas von dir geschmeckt haben, von deiner Liebe, von deiner Freundlichkeit, von deiner Klarheit. Vater, wir danken dir für diese Gnade. Und wir beten jetzt, dass du uns Weisheit gibst und Besonnenheit gibst, das zu bewahren und zu behalten und sogar darauf aufzubauen und weiterzugehen und tiefer zu gehen und mehr zu bekommen von deinen Schätzen und von der Erkenntnis deiner Größe und deiner Heiligkeit und deiner Einzigartigkeit. Vater, hilf uns so zu leben, dass dein Geist bei uns bleibt und dass er Freiheit hat zu dienen, zu reden, zu überführen, zu ermutigen, zu bauen und zu pflanzen. Und dass er Freiheit hat, auch in unserem Herzen zu wirken und auszureißen, abzubrechen und niederzureißen und zu zerstören, was da nicht reingehört. Hilf uns, offen zu sein. Hilf uns, in Verbindung mit dir zu bleiben und in Verbindung mit Menschen zu bleiben, die auch das wollen, was du willst, die mit dir unterwegs sind. Vater, so bete ich, dass dein Segen auf alle die kommt, die jetzt an diesem Wochenende hier zusammen waren, an diesem Seminar. Und ich bete, dass du auch die segnest, die durch MP3 oder durch Internet oder durch Video diese Botschaften bekommen. Seid gesegnet, empfangt den ganzen Segen Gottes, empfangt und macht Raum für den Heiligen Geist, der ein Feuer in euren Herzen anzünden wird und eine Flamme entzünden wird, die nie wieder verlöschen wird. Und bewahrt diese Flamme um jeden Preis. Weicht nicht zurück, keinen einzigen Zentimeter. Geht weiter, geht vorwärts und seid die, die treu sind und die dem Lamme nachgehen, mit Entschiedenheit, mit Demut, mit Sanftmut und mit Kühnheit und mit heiligem Feuer. Vater, wir danken dir für all das Gute, was du gegeben hast und für all das Gute, was noch kommen wird. Und wir wollen teilhaben an dem Neuen. Und so wie der Feind die Hure baut, so sehen wir, wie du Stück für Stück die Braut zusammenbringst. Halleluja. Und wir danken dir für das, was du hier und an vielen, vielen anderen Orten im Land tust. Und lass diese Flammen stark werden. Und lass etwas Neues geschehen in diesem Land. Und lass uns teilhaben davon. Hilf uns im Alltag, diese Vision zu behalten, worum es wirklich geht und zu kämpfen und Treue zu zeigen, bis der große König wiederkommt. Halleluja. Wir danken dir für deinen Segen. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja.